Jo Leute, bevor das Video startet, noch eine kleine Information für euch, denn dieses Video ist zweimal aufgenommen worden. Besser gesagt, es besteht aus zwei Teilen, an unterschiedlichen Tagen aufgenommen. Eigentlich war der erste Teil als einzelnes Video gedacht, doch als ich dann geschnitten habe, habe ich gemerkt, es ist einfach viel zu kurz. Deshalb habe ich aus einem anderen Stream noch ein weiteres Video reingekartet. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst auf jeden Fall auch schon mal ein Like da. Und jetzt wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Moin Leute und damit auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Yeah! Leute, heute habe ich mal ein richtig geiles Video für euch. Denn allerdings habe ich heute auch eine Challenge mit dabei. Denn hier seht ihr meine Maus. Ja, ist eine klassische Gaming-Maus, nicht spezielles. Sie leuchtet halt, ne? Halt gut für die Handlegen, für Gamer hat, ja, wie auch immer. Kann man sich überall kaufen. Doch Leute, die im Zug sind. Oh, kleiner Spoiler. Werden diese Maus wohl eher weniger verwenden. Vor allem, weil sie halt auch Kabel gebunden ist, ne? Für diese Leute gibt es dafür spezielle, ja, sagen wir, kleine Mäuse. Und heute will ich probieren mit dieser Logitech, keine Ahnung, Zug, Büro, Geschäft, keine Ahnung, Maus, Minecraft zu spielen. Und sie mal ein wenig zu testen, mal gucken. Vielleicht auch ein wenig Bad Rush oder so. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll, keine Ahnung. Was man überhaupt damit spielen kann. Ich zeige jetzt hier mal einen Vergleich. Ja. So spiele ich ja normalerweise mit meiner Maus. Und ich müsste halt. Ne, die Maus liegt dann so. Ja, yeah, ich kann also nicht mal klicken damit. Das heißt, ich muss so spielen. Ist ein wenig komisch, aber okay, ich werde es ausprobieren. Deshalb werde ich jetzt gleich die Maus mal anschließen. Okay Leute, die Maus ist jetzt angeschlossen. Und ich muss sagen, Digga, also, nee, ist gar nicht, ist zu leicht, Digga. Ich kann jetzt auch gerade Wetter werfen. Moment, kann ich die werfen? Huch, nee, also wirklich, ist ultra, ultra klein. Und die Runde startet. Ich werde mich jetzt probieren zu fokussieren. Wird allerdings ziemlich schwer werden. Ach du Scheiße, ich habe ja das falsche Teilchenpack. Egal, Leute. Wir schaffen das schon. Wir spielen mit Stegi-Pack. Stegi hilft uns immer, auch wenn ich seine Cosmetics gerade nicht anhabe. Und wie ich sehe, sind wir das Einzelteam. Na, toll, noch besser. Aber die meisten Rage quitten. Was ich dagegen einfach nicht mache, weil, ja, keine Ahnung, ich finde das irgendwie ehrenlos. Ach, scheiß drauf. Wir bauen das. Wir kaufen uns auf jeden Fall schon mal Wolle. Digga, es ist so ungewohnt, ne? Ah, ich hab mich verbaut. Hallo? Oh mein Gott. Erstmal kaufen wir uns die Tools und ein Eisenschwert. Den mir, das immer wegschnappen kann. Natürlich! Ich hab direkt was reingesackt. Aber ich habe wenigstens noch einen Kill bekommen. Na gut. Frag mich nur, von wo der gekommen ist. Warte mal, wir werden jetzt nicht sterben. Von wo ja. Naja, ich entschuldige mich jetzt schon mal, Leute. Mann, baut es sich damit eklig. Aber ich sag auch mal so, ich habe glaube ich vorhin auch nur wegen dem Eisenschwert noch den Kill bekommen. Allein von den Klicks her wäre kritisch geworden. Da ist er. Eieieiei. Okay, ich denke, diese Runde ist auf jeden Fall verloren. Ja. Ich habe auch keine Blöcke mehr. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich tun kann, ist. Na, ja. Seht ihr, ich kann eigentlich nur so Einzelklicks machen. Hä? Wie will ich denn das gewinnen? Da ich in den nun folgenden Runden jeden einzelnen Kampf verloren habe, wirklich gar keinen einzigen Kill hinbekommen habe, ich weiß nicht, wie viele es waren, habe ich beschlossen, zum Ende, zum Schluss nochmal meine richtige Maus anzuschließen, nochmal eine Runde Bad Rush zu spielen. Und ja, ich sag mal, ich habe deutlich besser gespielt, ich habe mich gewonnen, aber wirklich, wirklich besser. Hoffen wir, dass es mal keine Rush-Runde ist.
Ich finde es irgendwie aber scheiße. So. So geht mir dann nochmal ein bisschen was. Hallo? Ja, komm mal. Das, das. Ey. Das. Das ist geil. Was ist noch? Also ich hoffe mal, der Typ sieht mich jetzt nicht. Ich mache mir jetzt eine Maske und gehe an den Base ran. Ja. Und ich muss sagen, das Bauen ist einfach irgendwie, weil die Maus schwieriger ist, es ist geiler. Es ist jetzt nicht wirklich ein Riesenunterschied, aber keine Ahnung. Es bockt einfach automatisch mehr. Bauen die sich hier auch schon rüber? Alles klar, Digga. Keine Ahnung. Können die Blöcke irgendwie laden? Oder keine Ahnung, was das Problem gerade ist. Puh. Digga, was mache ich denn hier gerade? So, verkack nicht, Maus. Danke. Der Taste, Digga. Was rede ich hier? Habe ihn heute wieder gesoffen. So. So, das ist die Eisenrüstung. Eisenrüstung. Wo unser Maid ist, keine Ahnung. Wir holen uns mal die bessere Rüstung. Ich verzichte jetzt mal auf Sharpness. Pink Leben auf jeden Fall noch zwei. Ah, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt darüber gehen soll. Ist jetzt halt schon ein wenig heikel. Ich könnte mich jetzt eigentlich in der Mitte eigentlich mal ein bisschen ausbreiten. Aber irgendwie checke ich die Map gerade nicht, hä? Ich war noch nie auf dieser Map, merke ich gerade. Aber auf jeden Fall schon mal zwei Emeralds. Wir gehen mal zurück. Ich möchte jetzt nicht in einem dummen Battle schlussendlich meine gesamten Emeralds verlieren. Digga, ich hab's nicht hinter offen. Ich hab's nicht verliert. Holy shit, Digga. Was gibt denn der Witz? Digga, was war das? Ich habe das Schwert nicht in der Hand. Ich hätte den so easy platt gemacht. Jetzt habe ich alles verloren. No way. Ja, der kann jetzt halt easy kommen. Digga, das schmerzt aber auch so. Der wird sich jetzt so zurückziehen. Aber. Ich meine. Ja, chill, jetzt habe ich auch nur unser Back verloren. Okay, das ist auf jeden Fall ihr Ort. Okay. Hier habe ich ein paar keine Chance. Mhm. Ich sehe es schon. Nun aber noch die Rache an Gelb. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass niemand so aus ist. Digga, ich muss es. Muss jetzt halt Risk sein, ne? No risk, no fun. Und es hat sich sogar noch gelohnt. Bro. Chill. Du hast mir alles geklaut. Ja, danke. Jung, chill ich jetzt. Was war das gerade? Oh. Jetzt heißt es nicht. Nein! Hast nicht geschafft. Aber Digga, wenigstens habe ich mir noch verdient gerecht. Okay, Leute, das war einfach schon mal eine deutlich bessere Runde als zuvor. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Runde war schon wirklich besser. Ich kann mich auch irgendwie besser anschauen, das Moving. Ich habe dann einen Slot gefällt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einfach irgendwie auch schon vom Bauen her, ne? Das war eigentlich ein komplett anderes Gefühl. Auch das Gefühl so von der Maus in der Hand. Da fühlt man sich einfach direkt wöhler. So, und wir haben es dem Typen jetzt auch noch richtig geil auf den Sack gegeben. Deshalb wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ciao.